Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein Pide-Rezept, das gerne zur Ramadan-Zeit gebacken wird. Und zwar kommt auf diese Pide eine besondere Soße darauf. Und zwar gibt diese dem Brot eine besondere Farbe und einen besonderen Geschmack. Und wir machen gleich unseren Hefeteig. Das sind die Zutaten dazu. Wir benötigen 900 Gramm Mehl, 600 ml warmes Wasser, 100 ml warme Milch, 2 Päckchen Trockenhefe, 1 Teelöffel Zucker, 1 Esslöffel Salz und 3 Esslöffel Öl. Zuerst gebe ich die trockenen Zutaten Salz, Zucker und die Trockenhefe zum Mehl und vermische das Ganze etwas miteinander. Dann gebe ich die Milch zum Wasser hinzu, gebe gleich einen großen Teil der Flüssigkeit zum Mehl hinzu und beginne das Ganze zu verkneten. Die restliche Flüssigkeit gebe ich nach und nach zum Teig hinzu. Prüft immer wieder mal die Konsistenz eures Teiges, also gebt nicht die komplette Flüssigkeit hinein. Am Schluss solltet ihr einen weichen Teig haben, denn die Mehle unterscheiden sich von Region zu Region und deswegen kann es sein, dass sie nicht alle die gleiche Flüssigkeitenaufnahme haben. Und am Schluss gebe ich noch das Öl hinzu und verknete das Ganze nochmal eine Minute. So, am Schluss prüfen wir noch einmal unseren Teig. Der hat eine schöne weiche Konsistenz und so können wir ihn in eine bemehlte Schüssel zum Gehen geben. Ich schlage den Teig ein paar Mal ein und gebe dann den Deckel auf die Schüssel und lasse ihn für ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur aufgehen. Und während der Teig gehen kann, bereite ich die Soße vor, die ich nachher auf mein Brot streiche. Und zwar benötige ich dafür 40 Gramm Mehl, 25 ml kaltes Wasser, 50 ml heißes Wasser und ein Eigelb. Zuerst verrühre ich das Mehl mit dem kalten Wasser. Und rühre so lange, bis das Mehl das kalte Wasser komplett aufgenommen hat. Dann gebe ich das heiße Wasser zur Mischung hinzu und rühre es nach und nach ein, so dass ein dickflüssiger Brei entsteht. Wenn die Mischung sich etwas abgekühlt hat, gebe ich dann das Eigelb hinzu. So, nun ist unser Teig auch schön aufgegangen. Nun gebe ich ihn auf eine bemehlte Fläche und falte ihn einige Male ein, so dass die Luft darin entweichen kann. Ich forme es dann zu einem Strang und teile es in 3 gleichmäßig große Stücke. Und zwar jeder Fladen hat so circa 500 Gramm. Ich knete jede Teigkugel etwas durch und forme es zu einer runden Teigkugel. Übrigens, ich habe hier das Weizenmehl vom Typ 405 benutzt. Ihr könnt natürlich auch den 550er Mehl benutzen oder auch Dinkelmehl, geht sehr gut. Ihr müsst nur dabei die Flüssigkeitenaufnahme beachten. Wie gesagt, jedes Mehl ist anders in der Aufnahme.
Danach decke ich sie mit einem Geschirrtuch ab und lasse sie weitere 15 Minuten gehen. Nach dieser kurzen Gehzeit drücke ich die Teigkugeln etwas flach. Gebe diese dann auf ein Backpapier, das ich vorher etwas bemehlt habe. Und drücke den Fladen nochmal ganz vorsichtig leicht auseinander. Wenn ich dann die gewünschte Größe erreicht habe, gebe ich 1 bis 2 Esslöffel von meiner Teigsoße auf meinen Fladen. Bestreiche diesen gut damit ein und mache entweder mit den Fingerkuppen oder mit der Handkante Raster in das Brot hinein. Dann lasse ich das Brot nochmal 5 Minuten gehen und gebe am Schluss dann den schwarzen Kümmel und Sesam über das Brot. So, nun kommt das Brot in den vorgeheizten Backofen bei Heißluft 220 Grad für 12 bis 15 Minuten. Und natürlich gebe ich noch eine Schüssel Wasser in den Backofen mit hinein und achtet auch darauf, dass jeder Backofen auch unterschiedlich backt. Deswegen vielleicht nach 10 Minuten schon mal einen Kontrollblick reinwerfen. So verfahre ich mit allen drei Fladen und backe sie nacheinander auf. Und so sieht mein Brot fertig aus. Das ist die Unterseite, schön weich und noch ein bisschen heiß. Nach einer kurzen Kühlzeit kann ich euch auch das Brot von innen zeigen. So, oh, schön weich und fluffig. So sieht es von innen aus noch ganz heiß. Einfach watteweich. Und so sehen alle drei Brote gebacken aus. Und dieses Pide passt zu jeglichen Anlässen und könnt ihr jederzeit nachbacken. Dieses Rezept wollte ich euch schon sehr lange zeigen, weil es erstens einfach in der Herstellung ist und zu ganz vielen Gerichten passt. Und wenn euch die Mehlsoße zu aufwendig ist, könnt ihr das auch nur mit Weißjoghurt bestreichen. So ihr Lieben, das war's wieder heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über eure Kommentare und Likes sehr freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!